mehr als 1000 Kilometern erreichen wir unsere nächste Station. Wir sind im Norden Deutschlands, nicht weit von Hamburg im Westen, nicht weit von Schwerin im Osten des Landes. Wir sind im Biosphärenreservat Schalsee. Der Alltag ist natürlich manchmal ein bisschen mühsam, ein bisschen monoton. Aber ich versuche immer wieder mir deutlich zu machen, dass es schon, oder ich kriege auch die Bestätigung immer von Leuten, die aus einem anderen Metier kommen, dass es schon eine besondere Sache ist. Dass es schon was Besonderes ist, so leben zu dürfen. Deshalb muss ich trotzdem wieder sagen, also es ist da noch was anderes in mir, was ich eben auch gerne noch leben möchte. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so mit dieser Tätigkeit jetzt wirklich alt werden möchte. Also nicht ausschließlich mit dieser Tätigkeit. Da muss ich, glaube ich, schon noch was verändern. Oder was dazukommen. Komm her, bitte, komm. Detlef Mohr wohnt mit seiner Familie in Kleinsalitz, einem Dorf in der Nähe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, dem undurchdringlichsten Teil des Eisernen Vorhangs. Detlef ist Schäfer. Seit 1995 lebt er hier. Seinen Tagesablauf hat er natürlich intus. Komm mal her, bleib mal hier. Ja, ich fahre die Herden ab und muss natürlich den Gesundheitszustand der Tiere überprüfen. Was man bei Schafen leicht hat, ist, dass hin und wieder mal ein Schaf humpelt. Also Klauen schneiden, so wie man das beim Pferd machen muss, die Hufe schneiden. Ja, gucken, dass genügend Futter da ist. Hin und wieder die Herde eben auf eine andere Weide treiben. Und das alles im Sinne des Naturschutzes, also nicht zu wenig und nicht zu viel. Also alles wohl dosiert, mit einem relativ geringen Besatz auf den Flächen. Ja, zum täglichen Tagesablauf. Was fehlt denn da noch? Früher wäre er ein Einzelgänger gewesen. Einer, den es als Kind mehr in den großen Garten der Familie, in die Natur zog.